Seit dem vorletzten Update gibt's diese kleine neue Insel im Nordwesten. B1, wo ihr einfach 100 Holz abgeben müsst und dann 25.000 XP für diese mehr oder weniger geheime Challenge bekommt. Ihr bekommt auch eine Legacy, das heißt, es hilft euch auch, um Legacies zu sammeln, was ja auch eine Punchcard ist in dieser Season. Außerdem ist diese Woche der LTM Solid Gold oder auf Deutsch pures Gold rausgekommen und dort sind alle Kisten seltene Kisten und das Farmen von Stein und Metall wurde erleichtert, sodass man viel schneller an Baumaterial kommt. So kann man dann ganz einfach die Punchcards für die seltenen Kisten voll machen, das sind maximal 100, und das Farmen von Baumaterialien voll bekommen. Beim Farmen von Baumaterial kann das ein bisschen länger dauern, aber ist auf jeden Fall einfacher in dem Modus als in den normalen Spielmodi. Was außerdem neu ist, ist, dass man für das Aufsammeln von verbrauchbaren Items wie Äpfeln, Salat, Bananen und so weiter keinen Countdown mehr hat. Das heißt, man muss nicht eine Sekunde aufsammeln, sondern das passiert sofort. Und so ist es auch viel einfacher, diese Punchcards dann. Ich werde mehr Videos hochladen zu XP-Farm, wie man schneller aufleveln kann. Wenn ihr also nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal, liked das Video, damit ich weiß, dass euch dieser Inhalt gefällt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao.